Hey yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Rick von den Smokeweed Brothers und heute haben wir ein neues Tutorial für euch. Also, heute wollen wir mal diesen Look kreieren in Cinema 4D. Kann man auf jeden Text, Objekt oder whatever anwenden und ist eigentlich ganz einfach. Also, let's go. Wir machen uns einfach mal kurz ein kleines Objekt, zum Beispiel einen platonischen Körper. Kann auch jedes andere Objekt sein, auch ein Text, whatever. So. Ziehen ihn einfach mal ganz groß. Und ja, wir haben jetzt einen Körper und können hier einstellen die Segmentenanzahl. Ich stelle mal kurz um auf ein interessanteres Objekt. Also, um diesen Trick anzuwenden, beziehungsweise diese Renderart, gehen wir auf die Rendereinstellungen mit diesem Button hier oben, gehen auf Effekte, gehen auf Cartoon-Render und drücken hier auf Kanten. So, wenn wir jetzt mal rendern, sehen wir, wir haben die Kanten sozusagen mitgerendert. Ich stelle mal kurz hier eine Grundfarbe auf schwarz und das da auf irgendeine Farbe, die ihr wollt, könnt ihr auch umstellen. Auf blau zum Beispiel. Wir machen es jetzt mal kurz auf weiß. So. Jetzt rendern wir doch einfach mal, wie sich dieses Ding hier rendert. 30 Frames. Einfach mal schnell in den Kreis dreht. Welche Richtung denn? So, passt. Hier ist den dreht sich im Kreis. Und ja, wir sehen, wir haben diesen Spline, diese Umrisse gerendert. Je nachdem, wie viele Segmente wir haben, desto mehr Kanten haben wir. Also es wird nach Segmenten gerendert, wenn ich jetzt ganz hoch drücke, dann hat es alle diese kleinen Linien. Macht das jetzt einfach mal kurz auf 4. So, wenn wir jetzt, wie in diesem Beispiel gezeigt, noch einen Text drunter haben wollen, dann rendern wir das einfach einmal im Cartoon-Render. Ich rendere jetzt mal kurz eine kleine Sequenz. Zum Beispiel, machen wir jetzt mal irgendwas Billiges. 25 Frames am Start. QuickTime. Irgendwo speichern. Tut. So. Dann machen wir einfach den Alpha-Kanal und den Straight-Alpha-Kanal an. Ich mache mir noch schnell eine Kamera und es ist auf das Objekt fokussiert. So. Ja. Und jetzt, wie viele Frames hatten wir? 30 Frames. Und rendern das Ganze mal schnell. Oh, verdammt. Müssen wir mal das einstellen. So. Also. Jetzt rendert uns das kurz die ganzen Sachen. Wie gesagt, diese Splines da entstehen nur an den Segmenten. Jetzt starte ich kurz After Effects. Und ja, das wäre unsere erste Sequenz. Wenn wir jetzt das noch da drunter haben wollen, machen wir den Effekt einfach wieder aus. Und rendern das Ganze nochmal. Natürlich unter einem anderen Namen. Zum Beispiel jetzt Tut 1. Klicken wir hier oben drauf und dann rendert uns das Ganze wieder durch. So, ja, sollte After Effects demnächst mal starten. Aufnahme läuft, gut. Alles frisch, alles fit im Schritt. Ja, während After Effects mal startet, möchte ich kurz etwas anmerken. Nämlich haben wir schon bald 500 Abonnenten und das wäre voll geil. Und dann sind wir da schon wahrscheinlich auch Partner und dann geht die Party erst richtig los, Kinners. Ja, dann würde ich mal sagen, gibt es ein Abonnenten-Special, entweder ein GFX-Pack oder irgendwas. Keine Ahnung. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr so alles haben wollt. Real-Life-Special, whatever. Ja. So, einfach mal schnell ein neues Projekt. Obwohl, könnt ihr den Scheiß auch einfach importieren. So. Gut. Tutorial suchen. Zwei Sachen da importieren. Importiere ich mal. Ja, komm, fick dich. Fick dich härter. So, ich brauche jetzt mal eine neue Komposition. Und wir sehen, wir haben dieses Dreieck oder whatever, das sich im Kreis dreht. So, jetzt haben wir hier unseren Cartoon-Render. Ich nehme mal kurz einen Cartoon-Render. Und das hier in
Render. So, jetzt sehen wir, haben wir einmal den Cartoon Render und einmal den Normal Render. Und jetzt geht ab von After Effects, geht auf Modus, wir unten diesen Schalter aktivieren oder deaktivieren, je nachdem, was man das hat. Und gehen dann einfach auf Negativ multiplizieren. So, und schon sehen wir, hat das Originale, der normale Render, diesen Overlay-Effekt. Und ja, das Problem bei der ganzen Sache ist halt, dass es einfach immer zweimal gerendert werden muss. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel mit dem Cartoon-Render rendert, ist das eigentlich nicht so schlimm und dauert eigentlich auch nicht so lange. Also das ist kein großer Zeitaufwand, eigentlich ein ganz cooler Effekt. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und ein Abo und ein Favo und lutscht meinen Schwanz. Und von dem her, ciao, bis zum nächsten Tutorial.